Geliebte Frau, geliebte Frau. Nun fliege ich also zurück. Du wirst mich nicht erwarten. Du bist in Leipzig. Bei dir ist es schon Nacht. Hier scheint noch die Sonne über den verlassenen Kontinent herauf. Warum nur denke ich so viel? Zu viel, nämlich immer, an diese meine Ingeborg. Ich habe viele sehr schöne Frauen gesehen, aber mit Schrecken. Ich habe kein Verlangen nach ihnen, sondern nur nach dir. Trotzdem werde ich ja nun gelegentlich, wenn es sich gibt, andere Frauen umarmen, um frei zu werden von meiner irrsinnigen Treue, die auf dir lastet als Forderung, Hoffnung, Bangnis auf Treue. Wie wird es dann sein? Du, es war ja doch sehr schön, Ingeborg, dieses ganz und gar. Max Frisch an Ingeborg Bachmann. Während des Flugs von New York nach Zürich am 29. März 1960. Das berühmteste Schriftsteller-Liebespaar in den 60er Jahren. Ingeborg Bachmann, 15 Jahre jünger als Max Frisch, viel später geboren und viel, viel eher gestorben. Nämlich 1973, fast 20 Jahre vor ihm. Max Frisch, Anfang 91 gestorben. Ich würde gerne ein paar berühmte Liebespaare zu Wort kommen lassen in ihren Briefwechseln in diesem Kanal. Jetzt, wo eine neue Woche begonnen hat, ist es eigentlich ein guter Anlass. Und wie ihr seht, der Literaturkalender liegt gerade vor mir. Und Max Frisch und Ingeborg Bachmann machen den Anfang. Max Frisch, der am 4. April 1991 starb. Circa vier Monate nach seinem geliebten Freund Friedrich Dürrenmatt. Mit lieben Grüßen für euch alle aus der tiefen, tiefen Nacht, aus der stürmischen, etwas regnerischen, kühlen Nacht, Aprilnacht hier am Elbhang in Dresden. Für euch. Macht's gut. Bis morgen.